Hallo, ich bin gerade dabei, hier so eine Schmuckschatulle, eine Box, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, sowas in der Art zu reparieren. Die hört einer Freundin von mir, in der bewahrt sie so Briefe auf und die ist eher runtergefallen. Es ist ein Erinnerungsstück an einen verstorbenen Onkel und sie wollte das gerne wieder fertig haben. Wenn man sich das so anguckt, sieht man hier, es hängt nur noch an Nägeln drin. Diese Seiten sind noch fest verbunden. Das Ganze ist hier auf Gärung, so man das so sehen kann. Ist hier auf Gärung geschnitten, sind hier von außen so Schnitzarbeiten dran. Und unten sind so Füße dran. Das ist auch hier geschnitzt. Naja, jedenfalls, wenn man dann so ein Stück hat und will das reparieren, ja, dann muss man es mal gucken, wie geht man da vor. Erstmal muss man wissen, wie das Ganze verleimt worden ist. Also dieses Stück, das sieht schon ein bisschen älter aus. Hier oben ist noch ein Deckel drauf übrigens. Oder kommt er noch drauf. Das könnte Haut- und Knochenleim sein. Falls es jetzt kein Haut- und Knochenleim ist, hat man hierbei bei so Stücken, die auf Gärung geschnitten sind, ein Problem. Denn mit Weißleim verleimte Stellen kann man nicht wieder so ohne weiteres mit Weißleim übereinander verleimen. Also das würde nicht klappen, die würden wieder auseinandergehen hier. Deswegen, falls es, ach so ja, wenn's auf, weil es ja natürlich auf Gärung geschnitten ist, kann man natürlich auch hier nichts wegnehmen. Wenn man den Weißleim, wenn man hier die Leimstellen abschleifen würde, würde das Stück kürzer und die Gärungen, die würden dann nicht mehr dicht werden. Also das würde mit einer Katastrophe enden. Was man dann machen kann, ist, man nimmt so ein PU-Kleber, zum Beispiel hier so dieses Zeug hier, Multikraftkleber heißt der, ist vom Würth. Das kann man dann damit auftragen und dann eben zusammenpressen. Das Ganze kann man auch mit hier Tonal Duo oder sowas machen. Das ist so ein Zwei-Komponenten-Spachtel, der so für Reparaturen in der Art geeignet ist, ist also auch überbrückend und man kann da also auch wunderbar solche Reparaturen mit durchführen. Diese Verbindung, man kann das hier mal, das ist von unten so mal genagelt, aber wenn man sich das so anguckt, wenn man diese Stellen hier, wenn man die mit heißem Wasser, wenn man da drauf geht, dann fängt das an, sich so abzulösen. Und wird leicht klebrig. Also das ist aber immer ein Zeichen dafür, dass Haut- und Knochenleim verwendet worden ist. Und das hat den Vorteil, Haut- und Knochenleim ist reversibel, also wenn man den jetzt wieder auf den Wagen macht hier und neuen Leim drauf macht, dann verträgt das wieder. So kann man zum Glück. Ich habe allerdings, oder ich arbeite in der Regel nicht mit Haut- und Knochenleim. Wenn ich solche Reparaturen habe, dann arbeite ich mit Tide Bond. Genium Hide Glue heißt der. Ich glaube, das ist auch ein Haut- und Knochenleim. Das ist auch ein reversibler. Also ich weiß nicht, was drin ist. Kann ich nicht sagen, steht hier nicht drauf. Aber ich vermute mal, es ist so eine Art Fischleim, weil Fischleim, wo man noch ein paar Konservierungsstoffe zugesetzt hat. Fischleim aus dem Grunde, weil man den meines Erachtens auch, wenn ich das richtig weiß, kalt verwerten, also kalt verwenden kann. Thank you.
Seiten stelle ich einfach diese Klötze, das sollen einfach nur Abstandshalter sein, weil da kommen, wie man das hier so sieht, dann nachher so, so einfach Holzstücke dran, mit denen ich das dann nachher zusammenpressen werde. Also so. Und wenn man es hier so drauf legt, kommt hier noch ein Teil dran. Und so, das mache ich dann mit Zwingen. Hier habe ich mir noch ein paar Klötze hingelegt, die kommen dann hier oben drauf und hier werden dann auch noch Zwingen angesetzt, so in der Druckrichtung, damit sich das nachher, wenn hier Druck draufkommt, nicht verschiebt und damit das alles hier auch nach unten hin dicht ist. So, jetzt wird es spannend. Ich werde jetzt hier die Zwingen abmachen. Das sind jetzt 12 Stunden rum und ich will mal gucken, wie das Ergebnis aussieht. Es sieht gar nicht so schlecht aus. An der einen Stelle ist hier ein bisschen Leim rausgekommen. Das werden wir noch wegwischen. Und hier werden wir auch noch einmal rüberwischen mit heißem Wasser. Ich will das gerade mal zeigen hier. Also hier ist einmal ein bisschen Leim rübergekommen. Man kann es vielleicht hier so sehen. Da. Und hier, wenn man so guckt, hier an der Kante ist ein bisschen was. Das könnte man fast so lassen. Aber wie gesagt, der Vorteil hier bei dem Haut- und Knochenleim ist, man kann das schnell wegmachen. Die Gärungen und so sind eigentlich ganz gut geworden. Dieses hier ist die schlechteste. Geht sich so ein bisschen raus. Und die anderen sind perfekt. Abdruck hat es auch nicht gegeben auf dem Holz. Ne, bin zufrieden, sieht ganz gut aus. Wenn wir mal gucken, wie die Winkel sind. Ja, das sieht auch gut aus. Ganz bisschen raus hier. Oh, das ist minimal. Ich hoffe mal, dass das nicht viel ausmacht, wenn der Deckel drauf ist. Ansonsten nehme ich beim Deckel ein bisschen was weg. Im inneren Bereich. Kaum was rübergekommen, das kann man so lassen. Die richtige Härte kriegt das Ding erst nach nochmal 12 Stunden, also wenn hier 24 Stunden vergangen sind, dann ist es glashart. Und stehen tut es auch ganz gut. Da ist es auch gerade. Tja, ich würde sagen, Reparatur gelungen. Schönen Dank fürs Zuschauen.